Okay. All right, let's wait like 1 or 2 minutes until everyone joins. I'll be right back. 1 second. Hey, okay, who's here? Wait, let me just check your questions. So today, I'm going to talk in English, but also in German, because we have an event in Frankfurt, as you know, on the 11th of May. Also, wie ihr wisst, haben wir am 11. Mai ein Event in Frankfurt. Und da gab es einige Fragen, die wollte ich beantworten und B, ich habe nicht so viel Zeit, also lass uns das so schnell wie möglich machen. Let me check the questions. Okay. Okay. Where are the questions? I don't know how to use this, so let me. Okay, wo sehe ich jetzt die Fragen? Okay. Okay, wait. So if I find some questions, I'm gonna answer them right away. So here, do you have any plans to come to Iran? So I don't know where the next dates will be. So if there is any city you wanna see me be in, so there is a link for that, startuphero.com/tour, so you can register your city. So the first step is Frankfurt, so make sure you're gonna go there. So I'm gonna answer a few questions regarding the event in Frankfurt. So I'm gonna do this in German because a lot of people from Germany were asking. And then probably we'll just translate into English. Also in Frankfurt am 11. Mai, worum es mir da eigentlich geht, ist einfach nur euch zu erklären, woher ich komme. Und viel wichtiger für mich ist einfach, euch zu inspirieren. Ja, ich habe das ja schon mal gemacht, ein paar Mal bei meinen Reden, habe dann gesagt, okay, ich möchte das ein bisschen strukturierter machen, euch wirklich was mitgeben, die Tools und die Analyse. Frameworks, die ich benutze. Also es wird auch schon ein bisschen mehr als nur eine generelle Motivationsrede. Also darum soll es nicht gehen, sondern wirklich euch was mitgeben und dass ihr davon auch zu Hause was habt, handwerklich richtig, dass ihr davon lernen könnt. Und ich möchte auch von euch lernen. Also wir werden da viel diskutieren. Aber es soll auch Spaß machen. Das heißt, es werden auch einige Sachen passieren, die vielleicht mit Business nicht so viel zu tun haben. Aber lasst euch da überraschen. Also, die Art von Tickets, die angeboten werden, habt ihr auch gesehen. Also, es gibt, glaube ich, so Meet-and-Greet-Tickets. Also, die empfehle ich euch, weil das möchte ich speziell machen. Also, ich möchte ein bisschen Zeit mit euch verbringen, bestimmte Fragen von euch dann auch persönlich beantworten. Also, das ist wohl das Ultimative. Ich weiß auch, dass die Veranstalter das ein bisschen teurer gemacht haben, damit halt die Anzahl der Leute sehr exklusiv bleibt. Heißt aber nicht, dass ich eure Fragen nicht auch im Event bearbeiten würde, beantworten würde, aber dann halt nicht so lange und auch nicht so persönlich. Ja, dann gibt es, glaube ich, erste Reihe und zweite Reihe. Das heißt, das sind sehr gute Tickets, aber die hinteren Reihen sind halt nicht schlecht. Ja, das heißt also, dass ihr, da werdet ihr nicht so eine kleine Ameise vorne sehen, sondern ihr werdet mich dort auch schon hören. Also, ich bin aber noch nie in der Halle gewesen. Ich weiß aber von den Veranstaltern, dass das auf jeden Fall
nicht ein großes Problem sein sollte, gerade für die Studenten, die vielleicht nicht so ein hohes Budget haben. English. I need a little bit of English. So, I was just explaining the event in Frankfurt. I just explained the different types of tickets. And more importantly, that I would like to spend some time with those people who booked the meet and greet ticket, but also that I'm going to talk about the mechanics and tools I've been using in my business, especially my past, and give that to you just beyond the regular motivational speeches. It's probably more mechanic business than rather just the motivational part of the speeches I used to give in any other past events. Yeah, so let me just go through some of the questions. There's just so many, I don't know which ones I have passed already. English, I know, I'm talking in English and German. I'm just trying to juggle it. I hope one day they will have an instant translation tool here so everyone understands everybody. Yeah. That I will do. So someone is asking, will you save this video so you can watch it later? Of course. I have actually a highlight in my profile on Instagram where you can click on tour, and all the videos regarding the tour will be saved there so you can watch it later as well. It doesn't disappear within 24 hours. Okay. So let me just check all the questions you have. Where are your questions? Okay, ich brauche Fragen. Ihr seid alle so lieb, ihr sagt, okay, ich inspiriere euch und ich bin euer Vorbild, das ist schön, aber ich möchte jetzt Fragen von euch, damit wir das Thema erstmal durch haben. Also, when are you coming to India? As I said, there is a link, it's called startuphero.com/tour. That's where you actually can register your city. So the more people register from your city, the higher the likelihood that I will go there. Obviously, I have a few businesses to run, so I can't be a full-time speaker. I'm trying to do this as often as I can, but please, I can't do it every day. So that's why 11th of May, I really reserved that. It's a Saturday in Frankfurt. I'm going to speak in German on that event because, I mean, it's in Germany, but I'll have English-speaking events as well, probably anywhere outside Germany. Okay, one question also. I'll talk in German and then I'll translate it. So in Deutschland habe ich ja erstmal nur Frankfurt am Main. Das heißt also, ich weiß nicht, ob ich in eine andere Stadt kommen werde in Deutschland und noch ein deutschsprachiges Event machen werde. Deswegen wäre es schon cool, wenn ihr nach Frankfurt kommt. Klar, viele können halt nicht 5 Stunden fahren, das überlasse ich euch, aber ich weiß jetzt wirklich noch nicht, ob ich zum Beispiel ein Berlin-Event haben werde oder nicht. Aber ich versuche. Ja, aber ich kann es euch jetzt noch nicht versprechen, deswegen erstmal wirklich nur auf Frankfurt am Main konzentrieren und dann sehen wir weiter. So I just said, I will only have one event in Frankfurt for now, so I don't know if I will hit any other German city. I can't promise it, so that's why I would like you guys to focus on that city first and then we'll take it from there. Thank you, I love you too. Thank you. So one more question regarding generally I've seen what keeps me motivated, right? So I think, you know, a lot of things keep me motivated, but regarding this topic, so if it's regarding the events, why am I doing this and what motivates me is actually see you guys get inspired and start something. I always, in my university where I used to teach, I always asked 2 questions. I asked, who of you guys never had a business idea? And most of you guys had a business idea. But when I asked, who of you guys made it a business, then most of you guys never did. And that's not because you can, that's not because there's all these excuses or
reasons which hold you from it is usually because there's certain steps you can take to make it happen. So the most difficult one is from zero to one, to make that happen. That's where the entrepreneurial spirit comes in. If I can give you that, everything else is a task list. So in Deutsch, auf Deutsch jetzt nochmal. Also ich wurde hier gefragt, warum ich, was mich immer noch vorantreibt, warum ich das mache. Und bezüglich dieses Events, es geht mir darum, dass ich euch dazu bewege, wenigstens mal drüber nachzudenken, Unternehmer zu werden. Ich glaube, Deutschland braucht sowas. Und ich habe auch an der Uni unterrichtet und dort habe ich zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, habt ihr schon mal eine Business-Idee gehabt? Und die zweite Frage ist, habt ihr daraus ein Business gemacht? Jeder hatte schon mal ein Business als Idee, schon mal im Kopf, aber fast keiner hat daraus ein Business gemacht. Und ich glaube, von 0 auf 1 zu kommen, das ist das Schwierigste. Einfach mal diesen Unternehmergeist zu bekommen, das sehe ich als meine Aufgabe, euch das vielleicht geben zu können. Und den Rest einfach nur als Aufgabenliste, als To-Do-Liste zu betrachten. Und diese Aufgaben sind klar definiert und die kann ich euch eventuell ein Stückweise beibringen, beziehungsweise wenigstens meine Rezepte vorstellen. Dann könnt ihr daraus machen, was ihr möchtet. So yeah, back to English. How long is the event gonna be for? That's a good question. We're planning to do this. I think we're gonna open doors around 6 p.m. and it's gonna go until 11:30. That's what I guess. So it's gonna be a relatively long event. I'm not gonna talk 5 hours, obviously, but there's gonna be other acts and other entertainment. Sorry, other entertainment happening. So I believe it's really gonna be worth it. Also das Event, wie lange wird es dauern? Das war eine der Fragen. Und 18 Uhr, schätzen wir, wird Einlass sein. Ich habe jetzt mit den Veranstaltern noch nicht genau darüber geredet, aber soweit ich es weiß, sollte 18 Uhr ungefähr Einlass sein und dann sollte es schon fast bis Mitternacht, also 23 Uhr noch was gehen. Also ich werde jetzt nicht 5 Stunden reden, aber da werden einige Acts noch vorkommen, beziehungsweise sehr viel geboten. Also das sollte auf jeden Fall auch Spaß machen. Ist jetzt kein Konferenzfeeling, also sondern wirklich wie so ein Unternehmerfestival. Ja? Also soll schon auch ein bisschen Spaß machen. So I said, it's not a conference feeling, it's more like a entrepreneurship festival, so you will have some kind of entertainment and fun as well. So it's not really like school. Okay. So, do you have a family? Of course I have a family. Where did I come from? I do have a family. So what else? Where do I see that? Someone just posted money. That's not a question, Sonny. It's not a question. You just said money. Okay, so great. The question regarding the event duration, I've already answered. Ich habe es schon beantwortet. Einige von euch hatten die Frage, wie lange das Event geht. Also es geht schon relativ lange. Also ich schätze mal von 18 bis 23 Uhr irgendwas. Ne? Ich habe eine Frage. Wie kann man ohne Startkapital erfolgreich sein? So someone is asking, how can I be successful without the funding capital? Right? Jemand fragt hier, wie kann man ohne Startkapital erfolgreich sein? So in English, let me start right that. So I've made a lot of videos on YouTube explaining that, right? So basically how to raise capital if you don't have it, sources of funding. You can check out my YouTube channel for that. But on the event, I'm going to talk about that, obviously, because it's one of the major questions. And just in a nutshell, you are just one of many sources of funds. So it's not that you have to have the money and if you don't, then you can't build a business. That's not how it works. There's a lot of industries, a lot of sources of funds which you can tap into. So, also wie kann man ohne Startkapital ein Business aufbauen? Ich werde das im Event natürlich erklären. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal schon Videos dazu gemacht.
wie man Investment bekommt, beziehungsweise was die Ressourcen sein könnten für Finanzierung. Also es gibt nicht nur eine Quelle, ja, und du bist vielleicht eine Quelle von Finanzierung, aber es gibt sehr viele verschiedene Quellen von Finanzierung, die ihr nutzen könnt. Und deswegen, ja, schaut auf dem YouTube-Kanal vorbei, habe ich schon viel drüber geredet, oder einfach in Frankfurt am 11. Mai, da werde ich natürlich drüber reden. Das ist auch eines der Themen, unter anderem. Wird das Event auch online hochgeladen? So, will the event be uploaded online? So, I don't think so. I don't think so. It will not be available online. I wouldn't say give it a definitive answer, but I don't think it's going to be available online. Wird das Event online verfügbar sein? Ich glaube nicht. Also ich kann jetzt keine definitive Antwort dazu geben, aber ich glaube nicht, dass das Event online verfügbar sein wird. Also vor Ort, live in person. So, where else? Why isn't this moving? One second. I still have to learn this live thing, so bear with me. So, where are the questions? Okay. So, some people ask, so where is the event? As I said, the first event and the one I know for sure is happening is in Frankfurt, Germany. Frankfurt am Main on the 11th of May. Okay, so there you have a lot of questions, like general questions as well, which is great. I mean, but I would like to focus on the event, on this live stream, because I'm going to post that into the tour highlights, so you can see the answers regarding the tour. Questions you might have. Also hier bei diesem Livestream geht es wirklich nur um das Event. Ja, so die generellen Fragen, die würde ich gerne auch beantworten. Allerdings wollte ich dieses Livestream bei meinem Tour-Highlight hochladen, also auf meinem Profil, sodass ihr dann Fragen dort beantwortet habt. Also Meet and Greet Tickets hatte ich auch schon beantwortet. Da könnt ihr gerne im Livestream ein bisschen zurückspulen später. So question was, what does the meet and greet ticket contain? I answered that, so you just, you know, go backwards in this live stream later on to get that answered. But just in a nutshell, I want to make it worth it. Also nochmal Zusammenfassung, ich möchte das, dass sich das lohnt. Also sollte schon auf jeden Fall ein meet and greet sein, nicht nur ein Foto. Also dass wir wenigstens ein bisschen reden können, vielleicht auch Zeit verbringen. Das ist für mich wichtig. Und wenn das halt zu riesig wird, dass das dann vielleicht eventuell kontraproduktiv wäre, wissen wir ja auch. Where else? Okay, so I know, okay. I'm just gonna wait for more questions coming in. So let's see. Will you come to Austria as well? Well, I don't know. Like literally, as I said, let's focus on this event first, and then we'll judge the way going forward. Frage war, ob ich auch nach Österreich kommen werde. Wie gesagt, erstmal auf das Frankfurt-Event fokussieren. Das ist auch das Einzige, was ich jetzt im Kopf habe bezüglich dieser Tour. Und danach sehen wir weiter. Schauen wir mal. Okay. Happy Valentine's Day. Thank you, thank you. Yeah, I wish I could spend more time now outside the office, but I'm in a very, very busy period. You might have seen it that I haven't been posting that much, but unfortunately, I am still, busy in the office. So, excellent. When am I coming to Düsseldorf? So any city, as I said, any city
you want me to go to, there is a link. I'm repeating myself, but it's startuphero.com/tour. TOUR. So that's where you can register your city. Also wenn ihr wollt, dass ich in eine andere Stadt auch komme, dann einfach auf startuphero.com/tour gehen, also TOUR, und da könnt ihr eure Stadt kostenlos registrieren. Aber wie gesagt, am besten wäre Frankfurt am Main am 11. Mai, wenn ihr es schafft, dahin zu kommen, wäre super. Das sollte auf jeden Fall sich lohnen. Okay, I want a La Ferrari. Okay, ich hol dir einen Friseur. Wie, du magst meine Frisur nicht? Someone said, I'm gonna get you a barber. Well, don't you think my haircut looks okay? I mean, okay, I didn't have time to go to the barber in a while, but, you know, I had to set priorities. So, what else do you have? You coming there? Are you coming here? Well, as I said, so there's so many questions. Which one shall I choose? Sending my greetings to South Africa. Thank you for logging in. So, by the way, that was actually an important topic. The event will be during Ramadan. So, obviously, we're gonna be respectful of that. And I'm thinking about certain things we can accommodate. Maybe after the sun goes down, we'll have a buffet or something to eat, but we have to talk about the organizers. But I know about this, but make sure you eat well before the sun goes up, and then, you know, you'll be good until iftar, right? So I know about this, but make sure you come, no excuses. Also ich weiß, dass das Event auch während Ramadan stattfindet. Also esst genug, bevor die Sonne aufgeht, und dann seid ihr auch fit bis Iftar. Also keine Ausreden. Okay. Okay. What is my biggest fear? I don't know. It doesn't have anything to do with the event, I guess. You know, I think my fears are the same ones every basic human should have. Right? Okay, let's see what else, what questions you have. All right, guys, I'm actually running late to a meeting, so I'm gonna answer a few more questions. Also ich habe noch einige, ich habe jetzt ein Meeting, wo ich rein muss. Also auf jeden Fall schickt mir sonst eine Nachricht oder kommentiert in meinem Profil, wenn ihr bestimmte Fragen habt. Und dann versuche ich das zu beantworten, beziehungsweise ich lasse es dann beantworten. Und zwar, ich mache da noch eine separate Story zu, wer sich darum kümmert. Dann könnt ihr ihn auch anschreiben. Oh, by the way, so I'm gonna make a separate story about a contact person for you guys if you have any questions regarding the tour and the event. And I'm gonna tag him, so you can message him as well. Okay, also ich werde euch dann eine separate Story hier nachmachen und sagen, wer sich als Kontaktperson zur Verfügung stellt, um eure weiteren Fragen zu beantworten. Alright, thank you very much, guys. I appreciate the time you've taken. Danke für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Und ich hoffe, wir sehen uns. Also wie gesagt, Frankfurt am Main am 11. Mai. Tickets gibt's bei startuphero.com/Frankfurt, oder wie gesagt, ab und zu mal meine Stories checken und dann seht ihr auch die Links. So thank you very much, guys, for taking the time. If you need to know more about the Frankfurt event, just go to startuphero.com/Frankfurt. If you need general information about my dates, it's startuphero.com/dates. And if you want to register your city, it's startuphero.com/tour. Thank you very much. I appreciate your time, and I'll see you soon. Thanks.